Guten Morgen, hier ist Michael Köhn, euer mentaler Praxistrainer. In dem heutigen Video geht es um das Thema Mental und Schönheit. Wie weit hängt das zusammen? Und da habe ich mir eine Spezialistin eingeladen, die heute bei mir zu Gast ist, das ist die Annette. Hallo. Die Annette hat den Beauty Channel Berlin und wird jetzt ganz kurz was selber zu sie sagen, was sie so macht. Und dann gucken wir, wie weit wir das Thema halt Mental und Schönheit verbinden können. Okay, also Annette. Hallo ihr Lieben, ich bin Gründerin von Moisting Kosmetik und habe seit dem 15. September den Beauty Channel Berlin gegründet. Und zwar mit dem Hintergrund, dass ich halt für den ganz normalen Menschen einfach Informationen mal rüberbringen will, weil mittlerweile durch Konsum, durch ganz viel Information merke ich, dass Patienten und Kunden extrem überfordert sind mit der richtigen Pflege. Und deshalb habe ich mir überlegt, einfach nur ein Channel für euch zu machen, wo es um Schönheit, um Gesundheit, um Wohlfühlen, um Beauty und so geht. Und deshalb bin ich hier, weil das Wohlfühlen nicht nur was mit Pflege zu tun hat. Okay. Also wie gesagt, mein Thema als Mentaltrainer ist immer das, dass ich immer sage, alles kommt von innen. Also erst habe ich zum Beispiel eine Veränderung in mir, zum Beispiel körperlich, beruflich, Partnerschaft, was immer. Und dann habe ich gewisse Handlungen und dadurch realisiert sich die Veränderung dann hinterher auch in der Außenwelt. Jetzt kommen jeden Tag zu dir Männer und Frauen, die du behandelst. Manche lassen sich nur aufschönen, manche haben auch vielleicht einen medizinischen Hintergrund. Mhm. Wie weit kannst du was feststellen, wenn du mit deinen Kunden redest, wie das Aussehen auch mit der, sagen wir mal, seelischen oder geistigen Verfassung zusammenhängt? Ja, das ist genau der Knackpunkt, wo viele irgendwie denken, mein Gott, dann mache ich mir alles von draußen auf mein Gesicht drauf und nehme da ganz scharfe Sachen mit Fruchtsäure und so weiter und so fort, was auch einen Effekt hat, darum geht es hier gar nicht. Und zwar, was ich in der dermatologischen Praxis wirklich festgestellt habe, dass 80% der Patienten wirklich ein psychisches Problem hatten. Das heißt jetzt nicht, dass sie völlig Baller in der Birne sind, sondern es ist einfach so, wir sind eine total gestresste Gesellschaft. Die Leute sind nur in Aktion, sind im Dauerstress und das wirkt sich natürlich auch auf unseren Körper aus. Und da die Haut ja unser größtes Organ ist, was wir haben und leider oder Gott sei Dank ist es außen, ich möchte nicht wissen, wie die ganzen anderen inneren Organe aussehen, wenn wir da jetzt mal reingucken könnten, ist es natürlich auch ein Vorteil, weil die Haut zeigt uns mit ihren Veränderungen, dass irgendwas nicht stimmt. Genau. Und da waren die alten Asiaten schon ziemlich gut in solchen Sachen. Da habe ich gerade ein ganz interessantes Buch, was ich gerade lese. Und zwar heißt es, dass die asiatische Medizin keine orthopädischen Erkrankungen kennt. Das ist ganz interessant. Das ist nämlich auch ein Fakt, dass es alles von innen kommt. Genau, dass dieser osteopathische Ansatz, das kommt aus dem Chinesischen. Genau. Ich habe selber Osteopathie damals bekommen, wegen meiner Bandscheibenvorfälle. Und das ist nämlich der Punkt, dass die sagen, alles kommt von innen. Das heißt, die beginnen mit den Organen und sagen, von den Organen, wenn ein Organ zum Beispiel, die sind ja im Körper, hängen ja nicht frei rum, die kleben ja richtig fest. Und wenn die in einer falschen Position sind, können die sogar eine Schiefhaltung vom Körper beeinflussen. Genau. Und die Osteopathie macht ja auch ganz leichte Drücke, nicht so starkes Massieren wie die Physiotherapie, der richtig reinknetet. Mhm. Und bei denen gibt es das nicht. Die sagen, alles hat nur mit Fließen zu tun. Aber wenn man das mit dem Mentalen, sag mal, ich bin jetzt ja nicht so in dem Schönheitsthema drin wie du, aber was man so klassisch kennt, ist, jemand ist abgestresst, abgenervt, schlechtes Wetter, viel zu Arbeit, ja, blass, sage ich mal, Augenränder vielleicht. Ja. Und dann kommt er nach 2-3 Wochen Karibikurlaub wieder. Durch den Tan sieht er besser aus. Ja. Da ist lockerer, der hat diesen Alltagsstress nicht. Genau. Also der ist der gleiche Mensch, aber sieht 3 Wochen später irgendwie anders aus. Ne? Ja, Michael, du sagst es gerade, der Alltagsstress. Ne? Also wie ich vorhin schon gesagt habe, wir sind eine sehr schnelllebige Gesellschaft, wo der Druck auch immer größer wird. Und das hat natürlich auch was damit zu tun, dass durch den Stress wir eine übermäßige Hormonausschüttung haben von den Stresshormonen, die wiederum bewirken zum Beispiel eine übermäßige Talgproduktion, was bei Frauen halt extrem schlimm ist, weil die normalerweise ein feineres Hautbild haben und wenn da jetzt mit einmal so ein Schwung erhöhte Talgproduktion kommt, dann kommt es natürlich zu Unterlagerungen, zur Akne, zu allen möglichen anderen Sachen. Ne? Es gibt auch Erkrankungen, sogar schon im Kindesalter, wie Neurodermitis, Schuppenflechte. All diese ganzen dermatologischen Erkrankungen haben in den meisten Fällen einen psychologischen Hintergrund. Genau. Ja, du hast es gerade schon selber gesagt, Neurodermitis, das ist, glaube ich, ein großes Thema in Deutschland. Es wird auch immer mehr. Ne? Ja. Allgemein nicht nur Dermatosen, im Allgemeinen werden immer verbreiteter. Ne? Und die Schuppenflechte und Dermatitis und das ist alles nur eine Form davon. Ja. Ja?
Ich meine, es gibt ganz, ganz schwere Ausschläge auf der Haut. Es gibt so verschiedene Bereiche, wo man genau weiß, zum Beispiel im Gesicht, dass das jetzt mit gewissen Organen zu tun hat. Da gibt es auch nochmal ein Special-Video dazu. Und also, ich meine, das ist natürlich das Logische. Ihr fahrt in Urlaub, ihr habt keinen Termindruck, ihr müsst keine Verpflichtung einhalten, ihr müsst keinen Druck irgendwo arbeiten vom Chef, der sagt, ihr müsst zu dem Zeitpunkt irgendwas machen, was weiß ich. Und dadurch fährt der ganze Kreislauf runter, ihr entschleunigt eigentlich euer Tempo, ihr entspannt, die Psyche entspannt sich, ihr seid einfach mal bei euch und das ist ja das Wichtige, dass wir gar keine Zeit mehr für uns persönlich haben. Und deshalb finde ich die Verbindung mit Kosmetik auch ganz gut. Ich hole die Leute da ab und versuche die einfach ein bisschen runterzuholen, den einfach mal so ein paar Minuten zu sich selber zu führen und dass auch jeder wirklich mal loslassen kann und sich einsammelt. Aber ich meine, du hast mir ja selber schon von Leuten erzählt, du gesagt hast, sie sind mit sehr schlimmem Hautbild bei dir in Behandlung. Ja. Dann hat sich bei denen privat was geändert, die haben sich vom Partner getrennt oder einen neuen Partner oder Job gewechselt oder so, und auf einmal hat sich das Hautbild verbessert. Ja. Ja, ich bin selber so ein Beispiel. Also wo man sieht, wie stark doch die Lebensumstände, obwohl man Kosmetik gemacht hat oder sogar medizinische Kosmetik und trotzdem das normale Leben, der Alltag doch ganz stark sich... sich niederschlägt, Es ist natürlich schwierig, jetzt einen Patienten, wenn der jetzt bei mir auf der Liege liegt und ich mache dann eine dermatologische Behandlung, so eine kosmetische Behandlung, weil dermatologische Behandlungen tun natürlich die Dermatologen durchführen, dann versuche ich mal so zu hinterfragen und das kann man natürlich nicht mit jedem, logischerweise, ne? Weil ich für diejenigen in dem Moment nur die Kosmetikerin bin und die auch gar nicht das Problem erkennen, die Patienten und die Kunden. Und das ist schade und deshalb machen wir dieses Video, um die Leute auch einfach mal ein bisschen aufzuklären. Seid einfach mal auch ehrlich zu euch selber und schaut mal hinter die Kulisse, bitteschön. Ja? Wo habt ihr gerade eine Baustelle? Es muss ja gar nicht mal eine große Baustelle sein, dass ihr sagt, ihr habt einen Todesfall in der Familie, Trennung, Job weg. Es sind manchmal auch Kleinigkeiten. Das Problem ist bloß, dass ihr diese Kleinigkeit schon jahrelang mit euch mitschleppt. Und das ist das eigentlich, was sich irgendwann körperlich manifestiert. Ne? Erst geht es über die inneren Organe, dass dann zum Beispiel, wie zum Beispiel auch die Haut, dann manifestiert sich, was wir ja gerade gehört haben, über die Organe auch körperlich, orthopädisch, mit irgendwelchen Schiefstellungen, Wirbelsäulenproblemen, Gelenkschmerzen und solche Geschichten. Das ist wirklich ein ganz schöner Kreislauf. Und das kommt nicht von heute auf morgen. Ne? Genau. Das ist dann wirklich was sich teilweise über Jahrzehnte manifestiert hat. Und deshalb bist du auch ganz gut mit deinem psychologischen Ansatz, die Leute da abzuholen und den Leuten auch mal bewusst zu machen, es steckt alles in euch drin. Die Lösung steckt auch in euch drin. Ja. Und ihr müsst es tun. Also der Punkt ist eigentlich, wenn man es medizinisch so sieht, egal ob Kosmetik oder Mediziner, auch wenn das jetzt manche vielleicht wieder nicht glauben können, es gibt keine Heilung von außen. Ihr seid auch nicht von außen krank geworden, sondern das Krankwerden kommt von innen und deswegen kann ich auch nur von innen wieder gesund werden. Was jemand machen kann, was ein guter Arzt oder ein guter Sportberater oder andere Leute machen können, das ist, die können mir helfen. Die können mir helfen, Ursachen zu finden, die Ursachen aufzuheben und dann Handlung später an die Hand geben, wie ich das in der Realität umsetzen kann. Deshalb ist ein Berater oder ein Trainer, auch ein Coach oder ein Arzt auf jeden Fall eine gute Geschichte. Aber tun muss letztendlich der oder diejenige das selber. Man kennt ja diesen Spruch, Schönheit kommt von innen. Und ich meine, bei dir sehe ich es halt wirklich extrem, weil man halt die Leute sieht, wo du sagst, du machst dann nur normale Kosmetik, also das ist einfach nur schöner machen oder halt immer mit diesem Hintergrund, die haben so ein bisschen Problemchen, ja. Da haben manche 30-jährige Frauen eine Haut wie ein 16-jähriger Junge, wo ich denke, wie kann man denn so schlimme Pickel haben? Und dann hört man, ja, die weiß nicht, ob der Vertrag verlängert wird von der Arbeit und immer wieder diese Geschichten. Und Neurodermitis ist ja, klar gibt es das auch schon, wo Kinder das haben. Und dann sagt man, ja, aber ein Kind hat dann auch gar keinen Stress, wie soll das Kind denn jetzt Neurodermitis haben durch Druck? Ja, aber schon im Babybauch nimmt das schon alles mit, streiten die Eltern, ja? Wie viel Ruhe hat das? Welches Essen bekommt das Kind? Also schon im Mutterleib, dann in den ersten 3 Jahren. Selbst wenn ein Kind noch nicht sprechen kann und liegt im Babybett, das kriegt Stimmung mit, aggressive Stimmung oder Harmonie. Ja. Wird geschrien, läuft der Fernseher, was gibt zu essen? Wie geht man dann um? Kinder haben so viele Antennensachen wahrzunehmen. Und dann kann das sein, dass das Kind das schon ablehnt, wie es ist, und über die Haut, ja? Weil Haut ist sozusagen unser erstes Organ, was Kontakt mit der Außenwelt hat. Und wenn ich halt schlimmen Ausschlag bekomme, dann bedeutet das, ich lehne momentan etwas ab,
was in meinem Leben stattfindet. Ja? Abgrenzen. Das kann man, genau, Abgrenzung, das kann man nochmal ein bisschen differenzierter machen, auf welche Region. Aber also ich habe auch im Vertrieb Leute kennengelernt, die mit Neurodermitis zu tun hatten und zwar immer kurz vorm Produktionsschluss. Wenn man wusste, wenn ich jetzt nicht noch das und das irgendwie produziere, dann habe ich in 4 Wochen kein Geld auf dem Konto. Und auf einmal gibt es einen Ausschlag. Ja. Weil das Unterbewusstsein weiß, dann bist du am Arsch und dann wird Druck ausgesetzt, auf einmal kriegt man einen Ausschlag. Und zwar Leute, die sonst gar keine Neurodermitis haben. Ja? Mhm. Okay, was könntest du sonst noch sagen? Es wird natürlich auch immer gesagt, ja, das ist jetzt bei mir genetisch bedingt, ich habe das, ja. Ich bin erblich vorbelastet, ja. Mutter, Vater, Oma, Opa, wer auch immer in der Familie. Ja, das stimmt, genau. Man ist vorbelastet, aber es braucht einen Auslöser. Der Auslöser, der kommt natürlich meistens immer von außen, der geht aber in uns rein und innen drin tut das was mit uns. Ja. Und ich meine, ich will jetzt auch gar nicht, dass die Leute nicht mehr zum Dermatologen gehen und nicht mehr zur Kosmetikerin gehen, weil wir natürlich dafür da sind, euren Zustand, sagen wir mal, schneller zu verbessern. Ja, euch auch mal vielleicht bewusst zu machen, wo es vielleicht hapert, woran es vielleicht liegen kann. Ja, und eigentlich sind wir auch dafür da, euch irgendwo mal abzuholen, damit ihr auch mal entspannen könnt, dass ihr runterkommt. Und was auch dazu kommt, dadurch, dass die Leute denken, sie müssen von außen jetzt alles rauf machen, damit es schneller wieder weggeht, nehmt ihr auch oft die falschen Sachen und dann wird es noch schlimmer. Ja. Schlimme Sachen, kortisonhaltige Medikamente, Also ist schon richtig harte Geschichte. Kortison, ja. Ist schon wirklich mit Vorsicht zu genießen. Gibt es auch viele, die das verschreiben halt. Ja, ne? Natürlich ist es hier und da natürlich für den schnellen Erfolg im Moment mal ganz gut, aber die Leute, die auch schon mal bei einer Dermatose Kortison genommen haben, die wissen, wenn sie es absetzen, kommt es sofort wieder. Genau. Ja, und Kortison soll man auch nicht zu lange nehmen, definitiv. Es ist in gewissen Situationen in dem Moment unterstützend, aber es ist nicht die alleinige Lösung. Ja. Und deshalb finde ich auch gerade den Ansatz, von innen mal zu beleuchten, wo kommt es her, wie kann ich da mit umgehen, was kann ich tun? Wann tritt das immer auf, ne? Ja, vielleicht hat man gemerkt, hat man das permanent oder komischen Zyklus, wann das kommt, ja? Was ist dann gerade Phase, wenn das bei mir auftritt? Ja. Und ich würde einfach vorschlagen, damit wir das Video nicht zu lang machen und vielleicht später auf Fragen genau eingehen können, ich werde auf jeden Fall deinen Channel unter dem Video verlinken, Beauty Channel Berlin, Annette Meusen Kosmetik. Und dann können die Leute uns oder könnt ihr uns gerne in die Kommentare reinschreiben, habt ihr zu bestimmten Themen speziellere Fragen, genau. Dann können wir auf die Themen eingehen, machen wir da separate Videos zu. Aber wie gesagt, Schönheit kommt von innen. Man kennt das auch, dass ob Mann oder Frau, manche sagt man, die sind eigentlich gar nicht dieses klassische Modelgesicht oder Modeltyp, aber irgendwie haben die was, die haben Ausstrahlung, die sehen irgendwie gut aus. Also das sind interessante Menschen. Andere, die eigentlich klassisch schön sind, oder Püppchengesicht oder ein Typ, der ein Modelgesicht hat. Und man sagt, naja, aber irgendwie ist da tot. Also der ist zwar attraktiv, technisch gesehen, aber da passiert nicht viel. Und das hat immer ganz viel mit dem zu tun, wie man sozusagen innen drin brennt. Ja, also was ist in dir? Wir natürlich auch sagen müssen, Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Genau. Aber das stimmt schon. Die Asiaten haben immer gesagt, die Fenster sind die Augen zur Seele. Man kann ganz schnell feststellen, wenn man jemand in die Augen schaut, ne, haben die Glanz, sind die trübe, wie ist die Hautfarbe, die Hautbeschaffenheit, ist die Haut jetzt fahl, ist die gerötet, ist die feucht. Ne, das sind alles so Indikatoren, wo man halt wirklich dann wieder über Kosmetik, über Dermatologie dann wieder mal gucken kann, ja, wo ist dann eine Ursache. Aber um nochmal auf die Schönheit zurückzukommen, das stimmt. Es kommt alles von innen, auch das, wie jemand von innen nach außen strahlt, weil das ist nämlich das, was wir aufnehmen. Ja, unbewusst natürlich auch vieles, die Energie, die da irgendwie hinterher schwappt, welche Vibes jetzt jemand aussendet und so. Ja, und das wäre jetzt mein Abschluss. Genau, denke ich, für das erste Video soll das reichen. Ja, ne? Ich danke dir ganz herzlich, Annette. Danke auch für die Einladung. Deine Zeit. Und wenn ihr mehr hören, mehr sehen wollt, wie gesagt, schreibt es in die Kommentare, teilt das Video, abonniert den Channel, abonniert vor allen Dingen den Channel von Annette, Beauty Channel Berlin. Ne? Und dann sagt ihr uns, zu welchen Fragen wollt ihr mehr haben, rein medizinisch gesehen oder rein mental oder eine Kombination oder habt ihr Beispiele, schreibt es unten rein. Ansonsten gebt uns einen Daumen hoch und wir sagen dann mal, bis dann, alles Gute. Ciao. Bis dann, danke.